Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3. Wo geht's zuerst hin? Moment mal, da ist ein Schatz. Dann werde ich mich mal dahin teleportieren. Das geht schneller als von da, wo ich gerade bin, mich dahin zu teleportieren. Wesentlich schneller. Das, was auf der Karte ist, will ich erstmal haben. Apropos Karte. Karte. Okay. Ich habe hier noch jede Menge so holen. Okay, das werde ich auch tun. Wird aber erstmal Sachen verkaufen. Damit ich auch Platz dafür habe. Und schon habe ich wieder über 600. Heißt, könnte mir eine neue Karte kaufen. So, ich weiß schon, was ich mir zuerst hole. Da. Achso, das, auf das zeigt es. So. Eigentlich wäre auch ein Wagen gut, aber ich weiß nicht. Zweihundert ist ja nicht gerade... Au. Ich hätte auch ein bisschen Munition kaufen können. Und was tue ich? Ich tue das nicht. Bin daran vorbeigelaufen. Da versteckt sich doch eine wahrscheinlich, aber wo? Ja, das war kein richtiges Versteck, das war keine richtige Kiste, das war einfach nur offen rumliegendes Geld.
Und das eine ist noch ein bisschen weiter da hinten. Na, andere Taste. Also hier ist die Kiste. Okay. Und da sind ein paar Haie. Ein Tapir ist hier. Hier gibt es die Tapirs. Wie macht das denn da Sinn? Am besten das so zu machen. Dann dahin gehen, da rumgehen. Och nö! Viel tauchen. Hier ist einer im Wasser. Wo ist das? Es muss da irgendwo eine Höhle geben. Die Frage ist, sie innen oder außen? Und ich glaube auch inzwischen, dass es einmal, dass die ganzen Sachen angezeigt wurden, war ein Bug. Gewesen. So, jetzt werden nämlich alle angezeigt und... Der da ist ein bisschen... Na. Ich darf dann mal wieder bergklettern. Na, ich will da rauf. Komm schon. Es sind doch nur noch 60 Meter. Auf diesen Altar? Da. 150 Meter. Das ist aber ein bisschen höher, als ich gerade bin. Ich muss diesen Hügel rauf. Da sind Tapire, die ich jetzt zurzeit nicht brauche. Will mir auch gerade keinen Platz in der Beutekiste mit Tierfällen verschwenden. Ach, da ist sie! Und ich habe wieder volle Muni. Nicht immer braucht man das kaufen. Man kann es auch finden. Au. Das will ich jetzt wissen. Was ist hier drin? Extrem dunkel. Was ist das für eine lange Unterwasserhöhle? Was ist hier noch drin? Wo geht's hier noch lang?
Oh. Gut, das ist ein besserer Weg, um wieder rauszukommen. Nun kann ich mich zur anderen Kiste aufmachen. Die da ist. Wehe, die ist auch unter Wasser. Heißt, da darf ich mich nochmal dahin, schwimmen. Sie ist unter Wasser. In dieser Unterwasserhöhle. Und die war hier, glaube ich, um die Ecke. Hier ist ein Weg rauf gewesen und das habe ich ja nicht mal gesehen. Und wieder raus. Das ist im Fluss. Also eigentlich könnt ihr auch einfach mal dahin schwimmen. Solange es hier keine Krokodile gibt. Es gibt zwar Haie, aber die sind nicht hier im Fluss, sondern eher im Meer. Unter dieser Brücke wahrscheinlich. Es gibt Krokodile. Apropos Krokodile. Wenn ich Krokodilleder brauche. Da ist Land. Ich revidiere meine Aussage, dass es hier keine Krokodile gibt. Sie gibt es. Definitiv. Na, ich würde gucken, was ich in der Beutesack habe. Habe ich nicht noch Leder gekriegt? Einfaches Leder? Ach so, das ist einfach. Ich brauche. Das ist praktisch unnütz. Falsche Richtung. Ich will jetzt nicht dahin. Ich will dahin. Zu dieser Insel rüber.
wir erstmal hier alles abgrasen sozusagen. Bitte, Krokodil, komm nicht. Ich wusste es! Scheiß Krokodil! Okay, hier sind wieder Gegner. Blöder Tiger. Ja, Tiger fällt nämlich gerne mit. Falte Taste. 27 Feuer von 48. Jetzt könnt ihr noch ein weiter Tier an. Und ich nehme das Boot. Definitiv das Boot. Ich will nicht nochmal mich mit Krokodilen einlassen. Nein. Die sind ja hier überall. Ich will einfach nur rüber. Da unten. Von 48 heißt, ich kann noch 17 Sachen sammeln. Bevor ich irgendwas verkaufen muss. Und! Blöder Hund! Da. Smartphone. Jetzt darf ich mich schon wieder heilen. Darf jetzt nur noch 15. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Na, die da würden ein bisschen zu viel sein. Allerdings könnte ich ja auch was herstellen. Ich habe aber keine grünen Blätter mehr.
Okay, ich habe da mir jetzt ein bisschen Platz verschaffen. Und das da ist jetzt ein bisschen weit weg. 270 Meter? So weit ist es gar nicht. Warum schießen die? Blöde Hunde. Da in dieser Kammer müsste es sein. Ich habe jetzt wieder Platz für 18. So. Kisten plündern, plündern, plündern. Ah, ich brenne. Wo ist die Kiste? Da. Was? So tief ist das unten? Ach ja, das war das. Weiß ich, geh da später hin. Das ist aber auch so tief. Da habe ich jetzt keine Ahnung, wie man da hinkommt. Die Frage ist, geht die Höhle vielleicht so tief? Ich werde mich erstmal hier auskundschaften. Ich muss irgendwie runter. Ich bin ja ein bisschen zu weit oben. Das ist auf jeden Fall der Fall. Ich gehe jetzt zu dieser Wasserhöhle. Und dafür muss ich erstmal um den ganzen Berg rum. Aua. Es ist nicht angenehm, den Berg runterzulaufen. Besonders nicht, wenn man dann in ein unbekanntes Gebiet läuft. Was ich wahrscheinlich muss.
Au. Oh, ist das hoch? So, um den Berg herum. Zur Stelle mit dem See. Oder ist da irgendeine Unterwasserhöhle? Im See. In der Mitte. Wenn ja, dann muss ich denn nochmal reintauchen. Nein. Moment mal. Was ist das hier? Ich hab's vielleicht doch gefunden. Das ist einfach nur eine Höhle. Wo es ist. Ja, die Sache erstmal zu finden. Das wird ja nun, das wird ja nicht angezeigt in der Karte. Obwohl es ja jetzt eh nicht, aber. Also den größten. Ah. Dieser kleine See wurde aber angezeigt. Das hätte man doch als Indiz nehmen können. Und bald wird meine Kiste voll sein. Ich habe noch für 13 Platz. So, jetzt kommt das Getauche. Heißt, ich krieg's mir wieder mit Haien zu tun. Mal wieder. Ich hol mir ein Boot. Wobei das Essen, glaube ich, noch nicht wirklich im Wasser ist. Ich muss da hoch. Ich will hier rauf. Und hier sind schon mal wieder Gegner. Kiste Nummer 1. Kiste Nummer 2 ist im Wasser. Lad nach!
Waren das jetzt alle? Blöde Gegner. Hey, hier drüben. Ich dachte, das wäre es gewesen. Danke für deine Hilfe. Die Frage ist, sind denn noch mehr? Oder waren es alle? Oh, das war ein Kopfschuss. So, da sie mich schon getroffen haben. Ich heile mich erstmal. Wo kam die Granate her? Wo kam die her? Er hatte genau die gleiche Idee gehabt. Hier ging seitdem der Granate tot. Zumindest könnte ich hier jetzt wieder verkaufen. Und so jede Menge. Wie viel habe ich jetzt? 1300. Kann ich irgendeine andere Karte kaufen? Und ich würde sagen, hier mache ich jetzt einen Cut und bis zum nächsten Part.